Ich habe euch schon so oft gesagt, Leute, ich würde an der Vergangenheit nichts verändern. Wer die Vergangenheit verändert, verändert auch seine Gegenwart. Und auch egal, wie viel Stress und wie viel Scheiß und wie viel Müll und wie viel Mist ich in meinem Leben erlebt habe, es hat mich doch zu einem Menschen gemacht, den es kein zweites Mal auf der Welt. Ich würde niemals was an der Vergangenheit verändern, einfach deswegen, weil es meine Gegenwart verändern würde. Und so sehr ihr das auch glaubt, ich mag den Rainer, der ich bin. Philosophie-Lord. Das hat nicht unbedingt was mit Philosophie zu tun. Das ist einfach. Also zunächst mal ist es sowieso nicht möglich. Also wäre das wohl eher Fantasy. Und ja, gehen wir mal davon aus, dass es wirklich ein Moment. Gehen wir wirklich mal einen Moment davon aus, dass es möglich wäre. Was würde das ändern? Dankeschön für den Hut. Was würde das ändern? Gehen wir mal davon aus, man kann die Vergangenheit verändern. Gehen wir mal davon aus, das würde auch die Gegenwart ändern. Was würde dann mit uns passieren? Oder mit mir? Würde ich einfach verschwinden? Wäre ich jemand ganz anderes? Würde sich von heute auf von jetzt auf gleich meine ganze Persönlichkeit verändern? Ich habe viele Fehler gemacht, ja. Vielleicht auch zu viele. Aber Fakt ist, hätte ich diese Fehler nicht gemacht, wäre ich nicht der, der ich heute bin. Versteht ihr? Egal wer von uns, wir werden alle mit unseren Fehlern geboren oder wir leben alle mit unseren Fehlern, aber wir leben auch mit unseren Schwächen und Stärken. Auch das, was ich Gutes gemacht habe in meinem Leben, und es ist auch nicht weniges, finde ich, auch das, was ich Gutes getan habe, würde verschwinden, wenn ich die letzten 11 Jahre oder 12 Jahre meines Lebens auslöschen würde. Und es gibt Menschen, denen wäre ich nie begegnet. Es gibt Menschen, die hätten mir nie Leid zugefügt, aber genauso wenig hätte ich die Menschen getroffen, mit denen ich heute mein Leben teile oder einen Teil von meinem Leben teile. Na, pass auf, ich bin gar nicht der Meinung, dass man seine Macken zwingend ändern muss. So. Ich bin der Meinung, dass jemand, der meine Macken, so wie ich bin, nicht akzeptieren kann, es nicht wert ist, mit mir befreundet zu sein, nicht wert ist, mit mir zusammen zu sein und nicht wert ist, von mir geliebt zu werden. Denn wenn ich jemanden liebe, und ich rede wirklich davon, wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich diese Person bedingungslos. Egal welche Fehler, welche Stärken, welche Schwächen. Wenn ich einen Menschen liebe, und ich rede von echter Liebe, dann ist es mir völlig egal, was dieser Mensch getan hat oder was dieser Mensch tut. Es ist und bleibt letzten Endes immer noch die Situation, dass ich diese Person liebe, weil ich mich in die Person verliebt habe, so wie sie ist. Und dazu gehören auch die Fehler und die Schwächen eines Menschen und nicht nur seine Stärken oder seine Vorzüge. Ich finde nicht, dass du was falsch gemacht hast. Ich habe das Gefühl, das System baut auf Mobbing auf. Ich habe Fehler gemacht, definitiv. Ich habe Sachen gesagt, die manchen Leuten nicht gepasst haben, aber das war nicht mein Fehler. Mein Fehler war, mich darüber aufzuregen. Mein Fehler war, zu denken, dass es logische Wege sind, dass es logische Schlussfolgerungen hat und dass man einen logischen Weg verfolgt mit diesem Ganzen, was man tut. Okay, Leute, ich muss das jetzt mal loswerden. Der Schanzenverkauf ist über ein Jahr her. Der Auszug aus der Schanze ist auch ein Jahr her. Und Drachenlord wongelt schon seit über ein Jahr durch Deutschland und weiß nicht wirklich wohin. Ihn zieht es aber immer wieder zurück ins Beck. Er hat eigentlich so gut wie kein Geld, weil er alles Geld aus dem Schanzenverkauf und alles Geld, was er danach verdient hat, gegen die Wand geschmissen hat. Er hat seinen Ford Ranger verloren. Er hat seinen Führerschein verloren. Er hat seinen YouTube-Kanal verloren. Er hat seine ganzen Blogs verloren. Der hat seinen einen TikTok-Account verloren. Den aktuellen TikTok-Account, das ist nicht der erste. Und er lernt einfach überhaupt nicht. Ja, und das... Ich bin da ein wenig sprachlos, aber wir reden hier von Rainerle. Und hier kommen wir zum Problem. Bei dem könnte es eigentlich echt kaum noch schlimmer werden. Und er will nichts an seinem Leben ändern. Also wenn er so mit seinem Leben zufrieden ist, ja, von mir aus kann er gerne machen. Aber dann soll er im Internet nicht rumheulen, dass sein Leben so kacke ist und dass da ein paar Leute ihn da ständig verfolgen und hast ihn nicht gesehen und er kein Geld hat und er immer hungern muss. Angeblich hungern muss, versteht sich, weil der ja immer im Back zu essen hat. Dort einen Kaffee trinkt, vielleicht eine Milch trinkt oder irgendwas. Und er will nach wie vor an seinem Leben gar nichts ändern. Der will sein Leben, wenn er sein Leben nochmal führen könnte, wirklich von vorne bis hinten, mit dem Wissen, das er heute aktuell hat, würde er alles genau so wiederholen, wie er sein Leben halt bisher führte. Und wenn das keine maximale Lernresistenz und Sturheit ist, dann weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Ich habe
keine Ahnung, was das dann sein soll. Ich zeig euch mal einen Clip, lasst euch diesen mal auf der Zunge zergehen. Das ist die letzte Ruhmtour von Drachenlord in seiner Schanze gewesen und das Video kommt vom 28.02.2022, ist also wirklich gut ein Jahr her. Ich hab euch lieb, Kuss auf Nuss, Metal auf und bis nächstes Mal. Ich bin der Mensch, der mein Leben führt. Und niemand anders. Weder meine Eltern, noch meine Geschwister, noch meine Onkels, noch meine Tanten, niemand sonst. Ich muss in diesem Körper und in diesem Leben existieren. Und ich muss mein Leben so führen, dass ich es am Ende nicht bereue. Und auch wenn es viele Sachen gibt, die ich gerne anders machen würde oder anders gemacht hätte, ich bereue es nicht. Ich würde alles wieder so machen. Einfach nur deswegen, weil ich genau weiß, dass es mich da hinbringt, wo ich jetzt bin.